So, ihr lieben Angelfreunde, wir sind am Meer, an der Ostsee. Heute den ganzen Tag Ententeich. Da kommt Mike ins Bild. Und gestern Abend war die Ansage, fängst mit deinem Blech sowieso nichts. Und was soll ich sagen? Genau so war's. Der heutige Beitrag beschäftigt sich mit unserem Lieblingsfisch beim Spinnfischen an der Ostseeküste, der Meerforelle oder lateinisch auch Salmo trota trota. Man nennt sie auch den Fisch der 1000 Würfe, weil es wohl nicht so ganz einfach zu sein scheint, eine Meerforelle zu fangen. Ihr braucht eben die richtigen Köder. Die Meerforelle gehört zur Familie der Salmoniden, also der Lachsartigen. Kapitale Meerforellen, die sogenannten Ostsee-Silberbarren, werden bis 100 cm lang, laut Literatur darüber, deutlich darüber, aber habe ich noch nie gesehen oder gehört, und sind in dieser Größe beeindruckende Fische mit einer enormen Kampfkraft. Tipp, immer auf eine vernünftig eingestellte Bremse achten, lieber zu locker als zu fest, so verliert ihr den Fisch auf jeden Fall nicht. Die Meerforelle ist quasi die im Meer lebende Stammform aller anderen Forellen der Gattung Salmo trota. Die Bachforelle Salmo trota fario ist entsprechend eine Forelle, die sich als Lebensraum das Süßwasser ausgesucht hat und eine andere Farbgebung aufweist. Ebenso verhält es sich mit der Seeforelle. Wenn die Meerforellen im zeitigen Frühjahr zum Laichen in die Flüsse aufsteigen, sehen sie durch die markante Braunfärbung einer Bachforelle auch sehr ähnlich. Braune Fische sollten nicht entnommen werden, sondern besser schonend zurückgesetzt werden. Laichbereite Fische weisen ein sehr festes Schuppenkleid auf, in Kombination mit der Braunfärbung ein sehr gutes Erkennungsmerkmal. In der Laichzeit kann eine Meerforelle bis zu 10.000 Eier legen. Meerforellen sterben übrigens nach dem Laichen nicht ab, sondern wandern zurück ins Meer. Die Fische, die absterben, sind die Lachse. Diese Fische sind vom Laichakt deutlich gekennzeichnet und meist sehr mager und häufig auch nicht sehr wohlschmeckend. So einen Fisch erkennt man gut und setzt ihn besser wieder zurück. Nicht geschlechtreife Mifus nennen wir Grönländer, diese haben meist eine Größe von 45 cm. Überspringer sind die Fische, die eine Laichperiode aussetzen und im Meer bleiben. Dort gehen sie uns dann, hoffentlich, als sehr kapitale Fische an den Haken. Das Nahrungsangebot für die Meerforelle in der Ostsee ist sehr reichlich. Entsprechend vielseitig sind auch die Arten, diesen Fisch zu überlisten. Sowohl an der Spinnroute als auch an der Fliegenroute mit extrem naturnah gebundenen Imitaten sind die Fische gut zu fangen. Vielen Dank fürs Zuhören.